Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin Mahadevi und es geht jetzt ab zum Zoradorf. Ja, was machst du hier? Ja, ist natürlich kacke. Ja. Und ich habe außerdem immer noch die Gerudo-Sachen an. Ich glaube, der hört dich nicht. Tja, dann musst du jetzt wohl für immer hier oben bleiben. Und verhungern. Ja. Natürlich lasse ich dich zurück. So. Dann ab runter zu Prinz Sidon. Wo ist er denn? Ja, aber irgendwie die Rede von der Brücke. Und ich finde, das da sieht doch mal arg nach Brücke aus. So, dafür, dass die Brücke so klein ist, hat die aber mächtige Pfeiler. An der Seite. Hey, du da! Ja? Und hopp! Boah, Alter, was für ein Poser. Gut, also outfitmäßig hätte ich mir die Zora doch sehr anders vorgestellt, aber naja, gut. Ja, du bist ein Hylianer. Muss ich wohl durch, wa? Kaum zu glauben, Endling gefunden. Ja. Der ist sowas von Posen. Link. Ja. Ja. Okay. Kann ich machen. Also Baruta war jetzt eh mein Ziel, von daher denke ich, liegt das auf dem Weg. Ja, ich glaube, ich nehme die dann auch nachher mal. So. Warum kann der mich eigentlich nicht mitnehmen? Die Wasserfälle hoch. Das wäre doch ganz schön angebracht. Hoffe ich jetzt überhaupt in die richtige Richtung? Ja, natürlich nicht. Ich muss in die andere Richtung. Na dann, auf geht's zum Dorf der Zoras. Irgendwie habe ich den Weg immer nur nachts. Ich kann mich immer daran erinnern, dass ich nachts diesen Weg entlang gelaufen bin. Mist. Die Spurtechse verpasst. Wegen dir, du Honk. Ach, komm schon. So, endlich tot. Zitterling. Mit Zitterlingen kann man übrigens Essen kaufen, das
den Widerstand gegen Elektrizität erhöht. Boah. Kannst du ja mal sowas von vergessen. Leider wimmelt es hier von den Typen und leider sind die auch sehr treffsicher. Oh, hier oben auch noch. Was für eine Drecksau. Okay, jetzt scheine ich hoch genug zu sein. Warum geht's jetzt hier nicht weiter? Weil ich glaube, ich muss erstmal den Typen hier fertig machen. So. Ah ja, hier geht's lang. Huch! War der nicht eben noch da drüben? Alter! Der muss jetzt wohl hier lang gehen, wenn das Schild das sagt. Zweifelsfall tut's auch, hilft es auch, dann Donnerpfeil reinzuschmeißen. Oh, der Weg ist eigentlich ziemlich langweilig. Hey! Alter, also wenn du genauso schnell schwimmst wie ich laufe, bist du ja nicht gerade fit, wa? Also für so einen Zora am Wasser. Vor allen Dingen... Wenn es unhöflich ist, warum kommst du dann nicht kurz raus? Oder? Nimm mich einfach mit. Muss kontrollieren, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Ja. Ich bin noch auf dem rechten Weg. Ich habe nicht mit dem bösen Wolf geredet. Ich habe keine Blümchen gepflückt. Ich habe nur ein paar... diese Gegner besiegt, die gerade Felsbrocken auf mich schmeißen. Was für eine Potsau, ey. Hier, ich mach dich fertig. Oh, das war ich aus Versehen. Hm. Autsch! Ah, weil es so regnet, kommt man da jetzt natürlich nicht vorbei. Macht aber nichts, ich kann auch einfach hier über die Wiese gehen. Hier gibt's Maxi-Trüffel, Maxi-Rübe. Ey, hier gibt's ja so viel geile Maxi-Scheiße. Naja, ein Hyrule-Gras ist jetzt nicht so eine geile Maxi-Scheiße. Ah, für irgendwas wird's schon gut sein. So, der ist jetzt auch tot. Ich nehme mal sein Schwert. Noch ein Soldaten, zwei Hände. Eine Maxi-Rübe. So, und hier irgendwo müsste der Weg weitergehen. Oh, guck mal. Elektropfeile. Nehmt die mit. Wenn ihr noch nicht bei den Gerudos wart, solltet ihr jeden Elektropfeil mitnehmen, den ihr finden könnt. Sau. Sie hier wimmelt nur so von Elektro-Gegnern. Wer kann ich nicht erhöhen, wa? Ich muss jetzt mal alle finden und kurz ausschalten. Ah. Hier ist denn noch einer. Ja, ich hätte vielleicht von vorne kommen sollen. Ich bin jetzt mitten in die Mitte
dieses, Versteck gelandet und wird natürlich gleich von allen Seiten attackiert. Das ist natürlich doof. Oh, das ist ein Elektropfeil. Ey, ernsthaft. Nehmt die Elektropfeile mit. Habe ich den nicht schon tot gemacht? Und den da? Hat er sich vorher irgendwo versteckt? Mich jetzt eine ganze Menge Ausrüstung. Weil die alle mit Pfeil und Bogen schießen, kriege ich nicht die Schwerter wieder, die ich gerade verbrauche. So, habe ich jetzt alle? Oh, da ist... Da ist ja... Kürbis. Nicht Kürbis, Honig. Ja, gut, dass jetzt hier so viele Bögen rumliegen. Mein Alter ist ja mir gerade kaputt gegangen. Eine Fettkröte, geil. Gehofft. Eine Maxi-Echse, geil, Mann. Ich hatte gehofft, dass mehr Elektropfeile rumliegen würden. Aber gut, dann ist es so. Okay, es sah aus, als würde es hier oben blinken. Gut, also dieses Nest haben wir ausgerottet. Und ich gehe jetzt mal weiter. Spurtkröte. Oh, da kann ich mir ein paar geile Tränke nachher draus machen. Richtig schöne Medizin. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja. Ach, hier triffst du mich wieder. Wo die Elektrobande nicht mehr ist. Feigling, Mann. Ich dachte, es ist unhöflich, aus dem Wasser heraus mit jemandem zu sprechen. Ja, pff. Für den Arsch, Mann. Dass der in Gedanken mit mir kämpft, macht mich auch nicht stärker. Nein, Mann! Ihr Schweine! Boah. Ach, Mann. Okay, das geht ja noch. Und meine Sputmedizin wirkt auch noch. Sehr schön. Sag mal. Ey, fickt euch doch.
kotzen mich an, diese Elektrofledermäuse. Oh, diesmal war keine Kröte drunter. Ich will mein fucking Schild nehmen, Mann. Die Fledermausflügel. Oder? Oh! Warte, diesmal mache ich es aber anders. Geht so natürlich besser. Und ich sollte noch mal was essen. So, habe ich dadurch habe ich zwar eine Menge Pfeile verbraucht. Aber verdammte Scheiße. Besser als noch mal Game Over zu gehen, ey. Das war jetzt doch ganz schön peinlich. Okay. Feuer bei Regen ist vielleicht nicht so clever. Yay, gegrillt das Wild. So. Weiter geht's. Immer fleißig unter Steine gucken. Fettkröte, geil. Mittlerweile lerne ich die auseinanderzuhalten. Der gebraten Fische. Ah, nehme ich auch. Sache lecker. Oh, ein Stein. Kann ich nicht. Na, warte mal, das ist noch ein Stein. Spurtkröte diesmal. Oh. Na toll. Drüben was Schönes gesehen. Eine Kiste. Das ist gut. Ah, ich habe noch 72. Okay. Das heißt, im Zweifelsfall habe ich auf jeden Fall genug. Ach, wahrscheinlich habe ich den schon hochgehoben. So. Weiter geht's. Den Weg hinauf. Hast du nur gemerkt, dass deine Kumpels alle schon tot sind? So, hier könnt ihr euch nochmal was zu essen kochen. Falls eure Essensvorräte jetzt schon aufgebraucht sind. Ich habe aber noch genug zu essen. Oh, nee, das ist ja zu spät, oder? Ja, das ist zu spät. So, gut.
wieder ein paar Arschlöcher, die Felsen auf mich schmeißen. Scheiße, aber auch. Das ist jetzt aber schon ein bisschen kacke. Ups, sollte man da rangehen. Ja, auch immer den geschickt hat. Komm, diesen Stein jetzt volle Kanne zurückgeschossen. In your face. Ach, da sind die. Also dieses Eisschwert ist doch echt praktisch. Oh, scheiße, du musst aufpassen wegen dem Wasser. Es reicht einfach nur in die Pfütze zu Nein! Wenn er nämlich in die Pfütze schießt, ist die ganze Pfütze unter Strom. Fick dich, ey. Jetzt bin ich bestimmt wieder an der Brücke, wo der Typ mit mir geredet hat. Oh. Nicht. Sehr schön. Fuck, man. Erstmal aus dem Wasser raus, ey. Das Link so lahmarschig mit dem Schwert, das ist auch ganz schön scheiße. Aufstieg. Perfekt. Jetzt kann ich die hier erstmal in Ruhe tot machen. Bevor hier wieder irgendjemand auf die Idee kommt, mich abzuschießen. Ach, guck mal, schon die ganzen Holzpfeile. Ist hier noch was Schönes? Na. Also weiter den Weg entlang. Schon wieder eine Brücke. Stimmt wieder der Heini auf. Oh, meine Spurtfähigkeit ist weg. Mein. Oh, kein Heini. Kein Prinz wieder. Na gut. Dann nicht. Dann muss ich jetzt ohne meine Spurtsachen hoch. Ich habe da noch Spuren, oder? Ja. Nur ein bisschen, aber besser als nichts. Oh, doch. Ich wusste doch, wie ein Troll lauert unter jeder Brücke. Ach komm, als würde ich vor dem Angst haben. Habe ich doch ruckzuck fertig gemacht, Mann. Wollte gerade sagen, laufe ich in die richtige Richtung? Nein, ich laufe gerade zurück. Scheiße, Mann.
habe ich eigentlich Fit-Essen gegessen? Soll ich mir auf jeden Fall aufheben. Schleichling. Na, hier wimmelt es ja von Pilzen. Ich nehme doch, dass hier irgendwo ein Kochtopf rumsteht, um die alle zu verwerten. Magst du hier rüber? Oh, es wird schönes Essen geben. Nein, die wollte ich mir eigentlich kaputt machen. Gut, zu spät gesehen. Das ist nur die Laterne. Ich wollte gerade sagen, hier leuchtet so schön. So, die sind eigentlich relativ leicht zu besiegen. Vorausgesetzt, man hat eine etwas bessere Waffe als die hier. Eine Idee. Und das Ding will ich ja auch nicht drin haben. Oh, ein Holzschild. Apfel. Dinge. Fisch. Eine Lanze. Was habe ich jetzt aus Versehen eingesammelt? Hm. Ah, besser als das vorher. Was habe ich noch? Okay. So. Es geht weiter nach oben. Immer weiter. Ja, wenigstens gibt es den Weg. Stein. Mist! Die Kröte ist weg! Oh, und ich glaube, wir haben es bald geschafft. Da, seht ihr? Da haben wir angefangen. Da sind wir gestorben. Also ich. Ihr vielleicht nicht. Eine Abkürzung. Das ist ja jetzt praktisch. Da ist, glaube ich, schon das Dorf. Ich kann das Dorf sehen. Yay. Und meine Sputfähigkeit ist weg. Das Dorf der Zoas. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Teil von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich werde jetzt hier erstmal ganz entspannt diesen Schrein da hinten machen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und dann werde ich mir mal ein bisschen was zu essen kochen. Ich habe ja gerade unterwegs eine Menge gesammelt. Oh, und guckt mal, Prinz Sidon ist auch schon da. Ach, warte, da kommt jetzt noch eine Lava-Sequenz. Die warte ich noch ab. Schön, hätte es mir entgegenkommen können. Nächsten Teil. Ciao.